meine Mutter hatte mir dann auch noch mal geholfen, in Andernmiesburg so eine kleine Wohnung zu kriegen. Also eine große Wohnküche mit reingekommen, bis so ein ganz kleines Badezimmer vor. Also bin reingekommen, bis gleich links das Badezimmer, so ein kleiner viereckiger Flur. Dann eine Wohnküche, dahinter war das Schlafzimmer und da rechts so ein kleines Wohnzimmer. Hatte keine Heizung, nur so einen Kohleofen, also musste es richtig mit Kohle noch schaufeln. Da hat meine Mutter noch Kaution gestellt. Ich weiß noch, die Vermieterin war eine Türkin. Eine ganz nette eigentlich. Und ich habe die Bude da so zerrockt. Das war die letzte, also das war meine letzte Unterkunft, an der ich auch gemeldet war, bevor ich nach Vechta gekommen bin. Da war ich dann tatsächlich auch mal wieder gemeldet. In Freiheit noch. Bis dahin war ich ja nirgendwo gemeldet. Ich bin entlassen worden und habe mich nirgendwo angemeldet. Ich glaube sogar, sie hat sogar auf diese Annonce reagiert und oder rausgesucht. Und mit der konnte mir, ich war ja nicht in der Lage, mir eine Wohnung zu suchen. Wie soll das denn gehen? Froh, dass mein Arsch da gerade, weil ich klingeln kann und die mich nicht wegschicken, habe ich jetzt ein Dach über dem Kopf. Aber jetzt großartig in der Zeitung suchen, so, was soll ich dem Vermieter denn auch sagen? Ich bin obdachlos, weiß ich nicht. So, ich würde gerne bei euch wohnen oder was? Ich bezahle garantiert keine Miete oder wie? Ich weiß nicht, wie soll ich mich denn da vorstellen? Ist ja auch dann wieder, es beißt sich ja, wer will so einen im Haus haben? Niemand, da bleibt ja nicht mehr viel. Ja, und selbst da, das hat Mama ja noch hingekriegt, für mich dann diese Wohnung klar zu machen, trotz meines Zustands. Zwei Muttis untereinander den Vertrag gemacht. Ja, natürlich habe ich meine Mutter, wenn du das so sehen magst oder wenn, sieht ja auch so aus, fühlt sich für mich ja auch so an, habe ich ja ausgenutzt, ja. Aber das, ja, da haben mich die Drogen geritten, so. Natürlich habe ich das gemacht und ich weiß, das ist blöd, aber ich habe mit ihr darüber geredet und ja. Heute ist das, also nicht vergessen, aber verziehen. Klar, es war ja auch nicht das erste Mal und auch nicht das letzte Mal, da, dass ich da sie irgendwie verarscht habe, um an mein Ziel zu kommen, weil ja, sie sich hinstellen kann mit ihrem guten Namen und irgendwas für mich regeln kann, mit einer Unterschrift oder sonstiges, sowas. Da natürlich brauche ich dann ihre Hilfe. Wer sonst auch sollte das für mich tun können? Wie zum Beispiel dieser Mietvertrag und so. Wo dann auch klar war, wenn ich das nicht hinkriege mit der Bezahlung der Miete, dass meine Mutter das übernimmt. So, das haben die ja alles dann auch mündlich abgemacht. Die haben sich ja 2 Stunden unterhalten, meine Unterschrift. Ja, klar war ich dabei. Also ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit dabei gesessen habe, aber ich war dabei. Ich habe mir die Wohnung auch noch angeguckt und so und das. Wahrscheinlich war ich selbst voll guter Hoffnung, dass ich das irgendwie geschissen kriege. Also zumindest während dieser Zeit der Unterschrift nicht, ne. Da war ich wohl versorgt. Ich habe bestimmt meinen Opiatpegel gehabt oder so, passt schon. Vielleicht hätte sie sich gerne mehr zurückgezogen oder ganz zurückgezogen, aber irgendwie, ja, wollte sie mir irgendwie trotzdem immer noch helfen. Obwohl ja nichts besser geworden ist im Verhältnis zu Vorhamel. Weil genau der gleiche Scheiß in Grün, jetzt ist er ein paar Tage älter. Ja, nimmt vielleicht ein bisschen andere Drogen, aber im Grunde ist alles das gleiche in Grün wie vorher. Der geht klauen, der nimmt Drogen, der lügt mich nur an. Und ja, es war ja irgendwie, war ja alles, war das ja klar. Also ihr war das klar. Und trotzdem hat es mir geholfen. Ich wäre wahrscheinlich auch ausgerastet, wäre sauer geworden, was weiß ich. Hätte mich mit ihr in die Haare gekriegt und gestritten, Streit provoziert, wenn sie mir nicht geholfen hätte. Wenn sie mir nicht diese Wohnung, weißt du, ihre Unterschrift geliefert hätte. Und mit ihrem guten Namen sich dahingestellt hätte und gesagt, ich bürge dafür, dass sie auf jeden Fall ihr Geld kriegen für die Miete und. Ja, oder sie unter Druck gesetzt mit dem Wissen, ich mach dir eins, wenn du mir nicht hilfst. So, also ja, ihr schlechtes Gewissen genutzt. So, ne? Ich meine, sie braucht mich ja nur anzusehen, dass, so, wie ich aussehe. Es sah bestimmt nicht gut aus zu dieser Zeit, garantiert nicht. Ich denke, mich in der geschlossenen Klinik abzugeben, wäre das Bessere gewesen zu dem Zeitpunkt. Naja, so hat sie es mit der Wohnung versucht. Ein bisschen außerhalb. 10 Minuten mit dem Zug oder 12 Minuten. Und mit dem Bus, was weiß ich, wie lange bin ich neben gefahren mit dem Bus. Ja, und das war dann meine Partyhöhle.
Der habe ich richtig Kette gegeben. Meine Mutter fängt heute noch an zu weinen, wenn sie daran denkt, wie diese Wohnung aussah. Da musste ich ja nicht so aufpassen. Was heißt nicht so aufpassen? Aber da war mir das scheißegal in dieser Wohnung. Ja, da saßen wir auch zum Teil da manchmal 3, 4, 5 Assis, die ich in der Stadt irgendwo aufgelesen habe, die aber alle gut Geld in der Tasche hatten oder selber gut ausreichend Stoff in der Tasche hatten. Kalt, alles klar, komm, lass zu mir fahren, müssen nur mit dem Zug fahren. Nehmen. Haben wir stundenlang unsere Ruhe. Hab ja nichts in der Wohnung, worum ich mir Sorgen machen müsste, dass das irgendwer klaut oder so. Großartig. Ja, dann wird geballert und gebased. 3 Tage am Stück. Ja, wie gesagt, die meisten konnten sich das nicht so lange geben. Dann. Da waren schon ein paar richtige Kaliber bei, ich meine suchtmäßig, so, die auch schon abgegangen sind. Aber die meisten konnten es nicht vertragen. So. Ja, und also sowas war eher die Ausnahme, weil wie gesagt, ich war dann mehr, also lieber alleine. Oder mit einem guten Kollegen so. Ich werde ja auch paranoid, wenn ich 3 Tage wach bin und 10, 15 Gramm weggeballert habe. Dann weiß ich auch schon nicht mehr genau, was ich eben noch gemacht habe, wo ich meinen Stoff hingepackt habe. Dann kontrolliere ich den 10.000 Mal und ach, zähle mein Geld 50.000 Mal. Wird nicht mehr, wird auch nicht weniger, aber ich muss kontrollieren, weil es sind Leute da. Ich werde paranoid dann, das geht gar nicht. Mit Vertrauen ist dann überhaupt nichts mehr los. War ich ja vorher schon nicht gut drin mit Vertrauen, aber wenn du so dicht geguckst bist, geht das gar nicht mehr. Ja, und die Bude, Alter, die sah aus. Überall Blut an der Wand, an der Decke, überall, alles vollgesifft, ey. Ja, 1000 leere, volle Mülltüten, alles mit vollgebluteten Tüchern, 1000 Pumpen und. Ja gut, ich habe darauf geachtet, dass die Leute immer die Nadeln drauf gemacht haben, wenn mal welche da waren, die geballert, also die Kappen auf die Nadeln getan haben, bevor die in die Tonne gingen. Dass da nicht so die offenen Spritzen rumlagen, aber ja, ich weiß nicht, zum Schluss war, glaube ich, auch das scheißegal in der Bude. Dann so ein Glastisch voll zerrockt, ist mir die Bon draufgefallen. Habe ich mich auch richtig geheilt, da lag eine gute Menge Weißes auf dem Tisch danach nicht mehr. Ist das ganze Bonwasser drüber gelaufen und so über die Scherben. Und ja, du räumst doch nicht auf, wenn du so unterwegs bist. Wie denn? Oh, du bist doch voll durcheinander. Du räumst doch den Müll nur, du schiebst ihn doch nur von A nach B. Du kriegst doch keine Ordnung auf Koks in die Bude. Alter, brauchst 3 Mann für mit Handschuhen und jeder eine Rolle Mülltüten, um da Ordnung zu machen. Dann ist alles einmal im Müll, also komplett. Und wenn du dann in so einem Wahn, dann nimmst du mal den mit. Ich meine, sie nehmen ihren Dreck mit, wenn die gehen. Und ich hab's ja auch nicht gerafft, so. War auch egal, bei den ersten 2, 3, 5 Mann ist es noch egal. Also irgendwann hast du dann nicht nur 2 Mülltüten da stehen, sondern hast du 8 da stehen. Und dann irgendwann, weil sie nicht zugeknotet sind, stapelt sich schon oben drauf auf den Mülltüten auf allen 8. Ach ja. Keiner zieht die Schuhe aus und so ein Scheiß. Also, was ist so? Das sind ganz selbstverständliche Sachen heute für mich, aber habe ich früher nicht drauf geachtet. War mir auch egal. Also diesen Satz, du musst was ändern in deinem Leben, den hat sie 1000 Mal gesagt. So. Aber warum sie dann nicht wo sollte sie dann auch den Hebel ansetzen? Und ja, offensichtlich habe ich mich ja gewehrt irgendwie gegen jede Art von Behandlung oder Klinikaufenthalt oder was auch immer. Also hat sie mich bestimmt viele Male drauf angesprochen oder in die Richtung versucht zu schieben. Hat ja nicht geklappt. Irgendwie. Ich wollte es ja auch anscheinend nicht, ne? Also zu der Zeit auf jeden Fall noch nicht. So. Obwohl es mir ja zwischendurch echt dreckig ging, so, ne? Aber das darf ich dann ja auch nicht zeigen und so. Und ja, ich weiß nicht, was es ihr so schwer gemacht hat, da konsequenter zu sein. Oder warum das letztendlich nicht hingehauen hat, da was Positives zu starten für mich. Also warum ich das nicht zugelassen habe. Vielleicht war sie auch überfordert, immer noch oder wieder mal mit der Situation. Ist man ja auch überfordert. Was willst du denn mit so jemandem auch machen?
meine, habe ich ja an der Mutter von Yvette auch gesehen. Hat sich gewehrt, getreten, gebissen, geschlagen, geheult, geschrien, alles. Sie hat sich gewehrt, die wollte nicht. Die wollte nicht entgiften. Also ich stelle mir das schon auch, ich stelle mir das auch ganz schrecklich vor, ne? Wenn du jemanden liebst, den dann so zu sehen. Und der sich dann auch gegen jede Hilfe wehrt, so irgendwie, ne? Damals habe ich das so nicht registriert, ne? Dann ist man auch noch angepisst auf denjenigen. Also kam mir auch vor, wenn sie nicht das gemacht hat, was ich wollte, kam mir auch trotzdem oft genug vor. Sie hat mir schon geholfen, aber nicht bei jedem Scheiß. Und nicht hier, gib mal hier 50 Mark, da 30 Mark, da 100 Mark und so ein Scheiß hat sie nicht mitgemacht, ne? Es war jetzt sinnlos Geld in mich reingesteckt. Sie wusste ganz genau, das bringt er direkt zum nächsten Dealer. So, wenn ich dem Geld gebe, der kauft ihn nicht zum Essen oder zum Anziehen davon oder irgendwas, was er braucht oder so. Oder mal einen Blog, um Bewerbung zu schreiben. So. Und einen Stift, das kauft er sich nicht davon. Er kauft sich Drogen davon. Ja, aber so mit der Wohnung und so, also indirekte finanzielle Hilfe hat sie geleistet, wo das Geld nicht durch meine Finger ging, das hat sie wohl gemacht, ne? So, sondern direkt zum Empfänger kommt, ne? Also sie hat da ganz schön wieder gelitten zu der Zeit. Weiß ich ja jetzt auch im Nachhinein aus den Gesprächen, aber auch wenn ich kein Verhältnis jetzt zu meiner Mutter hätte, irgendwie kein gutes oder gar keins vielleicht, so, wenn ich jetzt zurückgucken würde, würde ich es auch sehen, dass sie das ganz schön wehgetan hat, auch ohne, dass sie es jetzt gesagt hat, ne? Ja, da habe ich immer nur das Finanzielle eigentlich von ihr genutzt, ne? Also im Grunde schon ausgenutzt, passt schon. Plus ihren Namen und ja. Hat mir dann ja wieder mal einen Freiraum verschafft, so ihre Hilfe, wo ich wieder mal tun und lassen konnte, was ich wollte. Wo es vollkommen egal war, kein Einfluss. Sie wohnt auch weit weg. Wenn ich nicht verabredet bin, mache ich sowieso nicht die Tür auf. So. Also einfach vorbeikommen ist nicht. Ich glaube, meine Mutter war da beim Vertrag. Dann vielleicht noch einmal und dann erst wieder, als ich in Haft saß, in Vechta war. Da hat sie dann noch geguckt, ob da... Also eigentlich hatte sie sich vorgenommen, meine privaten Sachen, Klamotten etc. sowas abzuholen. Letztendlich hat sie, glaube ich, dann zwei Rollen Müllsäcke gekauft oder so und alles in eine Tonne geballert. Das meiste auf jeden Fall, was noch... Erinnerungsstücke irgendwie, die noch gut waren, erhalten waren, also Fotos oder sowas, hat sie natürlich alles an sich genommen, ne? Aber viel zu retten gab es in dieser Bude nicht mehr. Ja, wie man das aus diesem Ghetto filmen könnte. Nur keine Graffiti an der Wende, aber sonst richtiger Szene-Konsumplatz, so, wo man gesehen hat, hier wird ohne Ende Drogen, nur Drogen konsumiert, sonst hat diese Wohnung keine Aufgabe.